Herzlich willkommen zu Folge 53 von Assassin's Creed Origins. Ich bin's wieder, ein Simon. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Plan ist jetzt, dieses Militärschiff zu clearen. Ganz kurz. Tauchen da mal ran. Bin am Überlegen, den Ptolemäus Faust anzugreifen, tatsächlich. Das mal zu probieren. Hey, was? Scheiße. Warte mal. Brüder, hier lang. Du bist tot! Hey, Moment! Ich erlege ihn! Kann er daneben werfen? Der gehört mir! So. Hey! Du! Stopp! So, haben wir das erstmal. Oh, ein schönes Schild. Das nehmen wir doch direkt an uns. Nur für den Fall. Und wir haben wieder ein bisschen Ausrüstung. Das ist immer der beste Part. Tschüss. Ein besseres Schild. Nehmen wir nochmal was zum Looten. Dann machen wir die Geschichte einfach mit. Ich meine, das kriege ich heute in der. Wir machen das doch. Ist ja quasi direkt um die Ecke. Ja. Zeig mir das Richtige an. Oh, dann schwimme ich halt ohne Mist. Oh, gerade nicht die Geduld für. Ich bin gerne an einem ungünstigen Platz auf dem Bütchen erschossen. Na, sehr gespannt, was wir auf der Insel antreffen werden. Aber wir machen jetzt mal wieder ein paar Folgen. Ein bisschen Kleinigkeit, ein bisschen Nebenmission. Bevor ich dann am Wochenende bei meiner nächsten Ausnahmesession dann denke ich mal die nächste Hauptmission verfolgen werde. Wir haben jetzt den Skarabäus quasi besiegt. Weiß gar nicht, was das nächste wäre. Hyäne wäre das nächste. Die Hyäne. Das nächste große Gebiet. Aber ich habe immer gemeint, ich möchte schon für die Leute, die halt hauptsächlich an der Hauptstory, an den Hauptmissionen interessiert sind, das ziemlich am Anfang zeigen. Ich möchte dann schon die eine oder andere Mission für die Atmosphäre einfach mitnehmen, was eben das Spiel auch ausmacht. Bevor ich dann wirklich
die Rätsel im großen Stil erledige und sämtliche Nebenmissionen und sowas. Es gibt, glaube ich, auch immer wöchentliche Missionen und sowas. Das gehen wir natürlich nicht an. Können noch ein bisschen Pelz mitnehmen tatsächlich. Weil ich da drin. Ist, glaub, da ist unwahrscheinlich, dass da auch noch irgendwo ein Schätzchen ist. Machen wir das mal. Oder auch nicht bei dem Löwenbau, schade. So, dann wechseln wir wieder. Aber wir können hier verbessern. Unsere Armschienen verbessern. Doch schadet uns nicht. So, nächstes Fragezeichen. Ist hier quasi um die Ecke. Ist ja quasi um die Ecke. Eine kleine Bucht, wie sie aussieht. Bin mal sehr gespannt, was wir dort vorfinden werden und was wir dort tun sollen. Steinkreis. Ah, das ist so ein Steinkreis mit den Sternbildern. War das ja, da haben wir ja so eine Dauersammelquest. Wenn wir schon mal da sind. Wenn wir jetzt das Sternbild suchen. Sieht so cool aus, wie das gemacht ist. Arthur. Beide glitschen ein bisschen aus dem Köcher raus. So, Aussichtsposten ist das nächste, was wir tun werden. Und dann die Mission noch starten. Kunde das Ostufer des Nils. Die alte Bibliothek. Gespannt, ob hier Gegner am Start sind. Die mysteriösen Morde führen hierher. Dieses Symbol ist alt. Dieser Ort stammt aus einer vergessenen Zeit.
Und hier ist auch nochmal eine andere Mission. Da oben ist der Aussichtsposten erstmal. Und es sind Gegner hier. Wer da? Ich bin bewaffnet. Ich werde dir so sehr wehtun, dass die Götter Lieder über deinen Schmerz singen werden. Bleib friedlich, mein Freund. Ich bin doch nur neugierig. Es ist kaum noch etwas von Wert übrig. Die Schakale haben hier schon alles leergeräumt. Ich las von einer uralten Schlacht zwischen Mahes und Ochos. War das vielleicht hier? An diesem Ort hier starb Mahes im Kampf mit Bagoas dem Eunuchen und Mentor von Rhodos. Vielleicht kennst du meine Version von Ma'ani Jehuti. Nein? Macht nichts. Weißt du, was aus Mahes Schwert wurde? Das Schwert von Ptah? Das sowohl Sachmet als auch Selket heilig sein soll? Nein. Aber wie gesagt, dieser Ort wurde längst geplündert. Die Banditen sind nördlich von hier. Von dort halte ich mich fern. Danke. Da gehe ich hin. Okay, da wurde natürlich das dann getriggert, als wir nicht direkt oben drauf angekommen sind, aber wir machen es trotzdem. Für die Vollständigkeit halber. Den Aussichtspunkt. Dann haben wir da noch ein Banditenlager, wie es aussieht, um das wir uns kümmern. Aber auch zumindest ein. Gegner ist hier in den Ruinen unterwegs. Und doch ein paar mehr. Mit den Motten sind hier irgendwie zu Hause, hatte ich gedacht, das spielt auf diese Ritual-Geschichte an. Das Auto laufen killt mich auch irgendwann noch. Ziemlich sicher. Ich frage mich, ob hier Olivenbäume wachsen. Das glaube ich nicht. Könnte ein gutes Geschäft sein. Ein Olivenhain am anderen Ufer. Öl pressen und Nil auf- und abwärts verkaufen. Ist dir schon mal der Gedanke? Ich reiß dich in Stücke! Ich mähe dich nieder, du Bastard! Aus den Gewaltfantasien wird wohl nichts werden. Jetzt doch mal da unten umschauen und den Schatz mitnehmen. Das sind jetzt die anderen Sachen. Okay, wir machen das doch zu einem anderen Zeitpunkt. Wir kümmern uns erst um das Banditenlager, dann haben wir da vorne noch das Gespräch, woraus wahrscheinlich auch noch irgendeine Mission rausputzelt. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, lasst euch gut genau da rein. Ciao, ciao.